andere. ihm hat schon ein bisschen die Kraft gefehlt wegen den beiden Zecken. Also. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute. Nein, erst muss ich dich nur vorstellen. Ich vergesse immer, die Niki vorzustellen. Das ist die Niki. Hi. Und wir werden heute mal wieder einen Vlog aus dem Stall drehen. Das letzte Mal ist nämlich echt schon verdammt lange her. Ich glaube, es war Mitte März, oder? Irgendwann vor der Ausgangsbeschränkung. Also 15. März. Ah, okay. Nein, ich habe keine Ahnung, wann das ist. Keine Ahnung, irgendwann. Auf jeden Fall werden wir heute wieder einen drehen. Einen drehen? Einen. Willst du dir einen drehen, okay? Ja, einen Vlog. Okay. Okay. Wir werden heute einen Vlog filmen. So, los für geht's. Euch aufnehmen. Aus. Mein anderes hat du eine andere. Stalking schon wieder. Was machen Sie hier? Entschuldigung. Ich hol mir jetzt eine Schabracke. Na, hör auf. Und einen Sattel dazu. Nein. Und heute extra gibt es dazu noch einen Gurt. Ich werde den Pilgrim heute reiten und ich habe mir jetzt gleich mal seine Müslischale geschnappt. Dann werde ich ihm jetzt gleich mal sein. Ah, die Augenbraue juckt. Ah! Dann werde ich ihm jetzt gleich mal sein Müsli vorbereiten. Also Heukops und Luzernekops. Die weiche ich immer vorher in Wasser ein, weil dann sind die, bis er das Futter dann nachher bekommt, schön eingeweicht. Und bei uns werden gerade neue Pferde integriert. Zwei neue Pferde, die standen jetzt gut eineinhalb Wochen in der Integrationsbox und die sind heute das erste Mal für ein paar Stunden in der Herde mit draußen. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier steht der Pilgrim. Der ist von dem Ganzen mal wieder sichtlich unbeeindruckt. Hier kommt der Nächste um die Ecke. Und Pilgrim denkt sich nur so, oh, so viel Action. Das sind übrigens die zwei neuen Pferde. Wir haben endlich Friesenverstärkung bekommen. Ja, hallo. Ja, hallo, ihr zwei. Ich habe mir jetzt gerade das Halfter geschnappt. Wupp. Hier geht die Action noch weiter. Juhalju. Hier sind die zwei neuen Pferdis. Die müssen sich natürlich jetzt einfach mal die Rangordnung ausmachen. Das ist völlig normal, dass es da etwas Action gibt. Zumal einer von den beiden neuen auch sehr ranghoch ist. Bibi, die interessiert es nicht. Schaut mal, wer hier ganz mofig steht. Maus! Aber er steht nicht im Heuständer. Hallo Babylein. Pilgrim hält sich da meistens von solchen Sachen raus. Der wird dann oft im Nachhinein ein bisschen eine grätzen. Bub ist geschnappt und den werde ich jetzt mal putzen. Ich sollte ihm eigentlich auch seine Mähne mal wieder einflechten. Aber irgendwie hatte ich noch keine Zeit und Lust. Ja, irgendwann werden wir das auf jeden Fall machen. Ach Gott. So, was ist das schon wieder für ein Tag? Mir ist gerade meine Kamera runtergefallen, aber Gott sei Dank alles gut. Und ich habe gerade gesehen, dass der Pilgrim hier eine offene Wunde hat. Auch ziemlich frisch. Also ich schätze mal, dass er gerade einen Tritt abbekommen hat, weil die Pferde ja gerade integriert wurden. Und da geht es einfach mal ein bisschen wilder zu. Mein Gott, na, das Leben mit den Aufbaustallpferden. Aber die Wunde dürfte nur oberflächlich sein, das heißt, ich werde jetzt einfach einmal desinfizieren und dann, ja, wird das sicher wieder alles gut werden. So, ich habe den Pip jetzt wieder zurück in den Stall gestellt, denn die Niki und ich haben uns überlegt, dass wir ein paar Reitfotos machen können. Also ich jetzt während die Niki reitet und die Niki dann von mir während ich den Pipi reite. Das haben wir eigentlich noch nie so wirklich gemacht. Ja, schauen wir mal, was das heute wird. So, und ich muss schauen, dass ich mit Nikis Riesenkamera zurechtkomme. Ich sag's euch, diese Kamera ist einfach so schwer. Aber man kann damit natürlich auch richtig coole Fotos machen. Nur ist Niki die Fotografin und nicht ich. Jetzt lasse ich Niki mal vor die Einstellungen treffen.
und ich probiere dann irgendwie Fotos zu machen. So, ich habe mir den Pilgrim wieder geholt, habe jetzt von der Niki, wie gesagt, ein paar Fotos gemacht. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, ich hoffe, dass ein paar dabei sind, dann schaut einfach bei uns auf Instagram vorbei. Da könnt ihr dann die Fotos sehen. So, ich habe mir jetzt meine Gamaschen geholt, denn jetzt werde ich den Pilgrim fertig machen. Ich verwende ja eigentlich bei ihm fast nie Gamaschen, aber für Fotos, finde ich, schaut es dann einfach besser aus, wenn die Beinchen nicht komplett schwarz sind. Ja, dann mache ich mich mal fertig. Es hat jetzt leider nur gerade ein bisschen zu regnen angefangen. Ich hoffe, das Wetter hält durch. Okay, Planänderung. Ich habe gesehen, dass die Gamaschen noch ziemlich dreckig vom letzten Mal sind. Zum normalen Reiten wäre mir das natürlich komplett egal. Aber ich denke mir, wenn wir schon einmal Fotos machen, dann ja vielleicht nicht mit dreckigen Gamaschen. Und deshalb habe ich mir hier gerade meine Bandagen geholt. Da werde ich den Pipi mal bandagieren. Ich muss sagen, ich bandagiere eigentlich nie. Ich finde, es dauert einfach viel zu lange und ich sehe da den Sinn dahinter oft nicht so wirklich. Außer, dass es eben schick aussieht. Und für Fotos müssen wir heute schick aussehen. Ist auch angezogen und ja, ich würde sagen, ich werde mich jetzt auf den Piepmann schwingen und dann ein bisschen reiten. Wir werden vorher Fotos machen und wenn es sich ausgeht, dann nachher noch ein paar Aufnahmen. Niki bereitet hier gerade das Futter vor. Sag mal was. Hallo. Hallo. Ich bin fertig mit der Welt. Ach so. Oder die Welt mit dir. Nein, ich mit. Na gut, das war's mit den Reitfotos auf dem Reitplatz, weil es hat jetzt gerade richtig zu regnen angefangen. Ich meine, richtig cool für die Wiese natürlich, aber für Reitfotos nicht ganz so cool. Mal schauen, ob wir vielleicht, hallo, in der Halle welche machen. Vielleicht hört es auch gleich wieder auf. Mal schauen. I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside. Writing down all the things that I miss, and in the letters you take form. No, I won't go back tonight with a habit to the restless me. I'm leaving all that stuff behind. We can start all over in our home. Wir sind jetzt fertig mit Fotos machen und reiten. Hallo Niki. Und Nachi wird sich verabschieden. Genau. Ich werde jetzt nach Hause fahren. Muss morgen wieder arbeiten. Aha.
Der Pippi hat zwei Zecken übrigens. Die müssen dann ganz Niki sachgemäß... Niki hat mich während dem Reiten dreimal darauf hingewiesen, dass der Pippi zwei Zecken hat und die schnellstmöglich entfernen will. Und ob ich jetzt ernsthaft mit der Zecken weiterreiten will. Ja, und deswegen, ihm hat es schon ein bisschen die Kraft gefehlt wegen den beiden Zecken. Also sie hat sich gewundert, wieso nichts mehr geht, aber... Sollen wir die Zecken mal herzeigen? Ja, bitte. Ja. Zeig mal die Zecken. Wo ist denn da einer? Uno. Hier. Man erkennt keinen. Pippi, stillhalten. Aufhören zu kauen, bitte. Kann das sein, dass die Zecken noch ziemlich klein sind? Ja, aber der zweite ist nicht klein. Der ist schon aggressiv. Der ist richtig böse. Hallo, dieser Biss ist von einem Mini-Zecken gewesen. Kann man das sehen wenigstens? Ja, das sieht man. Und schaut mal bitte, was hier passiert ist. Das verfärbt sich in alle Richtungen. Lass den Pippi drüber schlecken, das heilt. Okay, Schleck. Und mit dem schicken Rucksack. Wohlkennt. So, ist es süß. Bobby. Ab in den Stall oder noch grasen? Wie geht's noch grasen, gell? Ja. Tschüss. Tschüss. You're playing your cards with your queen of hearts. When everyone folds, your fort still holds. You're placing your bet, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tiptoeing around you like you made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Bound to get knocked right out of your. So, wir sind jetzt fertig. Pilgrim sieht aus wie Sau, weil er sich ja gerade noch gewälzt hat. Das üben wir nämlich aktuell, dass er sich hinlegt und ich lerne ihm das eben übers Wälzen. Wart ab, bis er sich wälzt, also der Input muss dann noch von ihm kommen. Und dann kommt eben von mir Körper- und Stimmsignal und so probiere ich, dass er das irgendwann versteht und das miteinander verknüpft. Ja, und jetzt lasse ich ihn noch ein bisschen angrasen. Stelle die Pferde da einfach, den Pilgrim, stelle ihn hier auf diese Wiese. Da kann ich das nämlich kurz abzäunen und dann kann ich in der Zwischenzeit sein Futter vorbereiten und das ganze Zeug wegräumen. Jo, so, Pippi ist hochmotiviert. Nein. Okay. Ich lasse ihn nämlich immer kurz warten, bevor er den Kopf ins Gras stecken darf, dass er einmal kurz wartet. Sich abwendet von mir und dann gibt es ein Okay von mir und dann darf er grasen. Das üben wir seit 2 Jahren und es funktioniert mittelmäßig, weil das am Anfang auch echt eine Katastrophe war, weil sobald er irgendwie das Gras gesehen hat, sofort seine Schnauze ins Gras gesteckt hat. Ja, und deshalb habe ich ihm angefangen, dass es da zuerst ein Okay von mir geben muss, bevor er die Nase reinstecken muss. So, und ich hoffe, man merkt jetzt beim Gehen, was so ein Gimbal ausmacht, denn es ist Schluss mit verwackelten Szenen. Ich habe das, glaube ich, auf YouTube noch gar nicht erwähnt. Ja, ich habe nämlich meinen Gimbal-Adapter wiedergefunden. Er war in irgendeinem Sackerl mit Dapperboxen. Ich frage mich, also ich möchte nicht wissen, wie der da hingekommen ist. Hupsi. Ich weiß es nicht, aber ich freue mich, dass er wieder da ist. So, und ja, ich werde, wie gesagt, Futter herrichten und hallo, hier bin ich und mein ganzes Zeug verräumen. Ich habe mein Zeug jetzt weggeräumt und werde dem Pilgrim jetzt noch sein Futter fertig zubereiten. Ich weiß, ihr fragt mich irgendwie ganz oft, ob ich euch mal zeigen kann, was der Pilgrim so zu fressen bekommt, ob ich euch eine Futterroutine zeigen kann. Ich habe euch das auf Instagram mal in einer Story kurz gezeigt, aber ich kann euch natürlich auch gerne mal wirklich eine ausführlichere Futterroutine drehen.
Ja, allerdings möchte ich da noch ein paar Tage oder Wochen warten, weil ich ja da wirklich auch wieder längere Zeit im Stall sein muss. Ich möchte jetzt ungern mein ganzes Futterzeug mit nach Hause nehmen. Und wenn sich die Situation wieder ein bisschen beruhigt hat, kann ich euch das gerne im Stall mal filmen. So, und während der Pilgrim hier sein Müsli mampft, muss ich echt sagen, ich habe es so vermisst, Vlogs zu drehen, euch einfach mit durch unseren Stallalltag zu nehmen. Das tat heute mal wieder richtig gut. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch von euch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Und bis dahin, Servus!